Herzlich willkommen bei White Grey Home on Tour. Ihr seid auf dem Kanal von Hoshi und Debbie gelandet und wir nehmen euch mit durch Europa in unserem kleinen Kastenwagen. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt, auf unserem Kanal zu stöbern und mitzureisen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei White Grey Home on Tour. Ich wurde so oft gefragt, ob ich mal unser Sonnensegel zeigen kann und das machen wir heute zusammen. Wir haben ein Standard-Sonnensegel vom Discounter auf 2 auf 3 Meter. Dazu braucht ihr 2 Abspannschnüre, 2 Heringe und 2 Zeltstangen. Die sind aus Alu bei uns und höhenverstellbar. Dann noch einen Hammer und schon kann's losgehen. Wer möchte, der kann sich noch eine Teleskopleiter mitnehmen. Wer ein bisschen sportlich ist, der macht es so wie wir. Ihr habt oben auf dem Pössl diese Pilze, sage ich dazu mal, Knöpfe. Und die gibt es 4-mal, jeden Meter 1. Und daran könnt ihr die befestigen. Die Standard-Sonnensegel passen perfekt oben auf diese Pilze drauf. Ich steige dazu auf den hinteren Reifen, hänge das eine Ende ein und entweder ihr nehmt es auf die eine Seite oder wenn ihr die andere Seite nehmt, dann habt ihr die lange Variante. Dann steigt ihr in der Schiebetür einfach ganz normal auf euren Eintritt und hängt es auf der anderen Seite ein. Und schon ist euer Sonnensegel befestigt. Jetzt nehmt ihr das raus und steckt eure höhenverstellbaren Stangen rein in die Ösen und dann könnt ihr das Ganze abspannen mit Abspannseilen. Hier könnt ihr immer wieder nachspannen oder auch mal noch das Band versetzen, wenn es euch im Weg ist. Und so sieht das Ganze dann oben auf dem Dach aus, wenn es eingehängt ist. Diese Ösen, ihr seht, hier hat es noch mehr von diesen Pilzen. Und so könnt ihr das einhängen. Und auf der anderen Seite gibt es genau die gleichen Ösen. Also man könnte das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite machen. Bei einem Sonnensegel habt ihr die Möglichkeit, das entweder in die lange Variante oder in die kurze Variante zu nehmen oder auch ein ganz großes in der doppelten Größe zu nehmen. Also hier ist eurer Grenze, glaubt, kaum eine oder euren Möglichkeiten kaum eine Grenze gesetzt. Wir haben uns damals aus Gewichtsgründen gegen eine Markise entschieden und wir haben einfach gemerkt, dass man selten im Schatten unter der Markise sitzt. Meistens ist der Schatten am Fahrzeug und das zeige ich euch später im Video nochmal, wenn die Sonne ein bisschen stärker rauskommt. Dann stehen wir zu 99% frei und da darf man keine Markise ausrollen, deswegen haben wir uns entschieden, keine zu nehmen. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr ein größeres Segel habt, das ist jetzt zum Beispiel 5 Meter, das ist jetzt 3 Meter, ihr könntet auch noch eins mit 5 Meter nehmen und dann quasi hier vorne zumachen als Sichtschutz. Genau, da gibt es verschiedene Stellmöglichkeiten, wie man so ein Sonnensegel dann aufstellen kann. Aber das findet ihr immer in den Anleitungen von diesen Sonnensegeln. Wir sitzen auch nicht bei Regen draußen. Ich mag es nicht, wenn die Möbel klamm werden. Ich habe da zu große Sorge, dass die dann schimmeln, wenn die dann im Kastenwagen eingeräumt werden und nicht richtig trocken sind. Es ist ja auch oft so, dass morgens Tau ist und dann die Stühle klamm sind und feucht. Also wir lassen die auch nachts nur draußen stehen, wenn wir wissen, dass am nächsten Tag schönes Wetter ist. Wir haben keine Kederschiene verbaut, weil man dann ein Segel braucht, das man da durchziehen kann. Also dann kann man kein normales Sonnensegel aus dem Discounter, Amazon, wo auch immer hernehmen, sondern man muss dann ein spezielles Campingsegel nehmen. Die entsprechend sich das wieder bezahlen lassen und das wollten wir vermeiden. Außerdem kann man hier so zwischen verschiedenen Größen variieren und das quasi sich dann raussuchen, was man möchte. Man braucht dann nicht ein passendes Sonnensegel für die Kederschiene. Wir möchten auch nichts ans Fahrzeug dran montieren von außen, also sprich eine Markise oder eine Kederschiene oder was auch immer. Jeder muss für sich entscheiden, ob er eine Markise möchte oder nicht. Da wir die vielleicht 4-mal im Jahr nutzen, war für uns der Kostenfaktor nicht im Verhältnis und auch möchten wir Gewicht sparen. Wir nutzen das Gewicht lieber für
schönere Dinge als für eine Markise. Bei einer Markise hat man nur eine begrenzte Ausfahrlänge. Und wenn man sieht, im Moment ist hier null Schatten von der Markise oder vom Sonnensegel. Und das ist auch der Grund, warum wir keine Markise haben, weil eigentlich man selten Schatten durch die Markise hat. Gestern, die Videos habe ich um 12 Uhr gedreht, da war der Schatten genau hier. Wären wir also mehr Personen, wären die auch in der Sonne gesessen. Also macht es gar keinen Sinn für uns eine Markise. Der meiste Schatten von der Markise ist am Fahrzeug. Und da brauchen wir keinen Schatten. Deswegen haben wir auch noch einen Sonnenschirm dabei. Dass wenn wir irgendwo frei stehen, können wir uns eben kurz den Sonnenschirm da aufstellen und gut ist. Jetzt hoffe ich, konnte ich euch zeigen, warum wir uns für ein Sonnensegel und gegen eine Markise entschieden haben. Und damit endet auch schon dieser Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und vielleicht war das auch eine Idee oder die Überlegung für euer Fahrzeug, ob ihr eine Markise braucht oder nicht. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wiederkommt nächste Woche, wenn es wieder heißt, willkommen in unserem Zuhause. Danke, dass ihr eure wertvolle Zeit auf unserem Kanal verbracht habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen von euch.